Ali radiallahu an berichtete, er sagte, ich hörte den Gesandten sallallahu alaihi wasallam sagen, jedes Herz hat eine Wolke, so wie die Wolke vor dem Mond. Wenn der Mond leuchtet und die Wolke vor ihm ist, dann wird es dunkel. Und wenn die Wolke weitergeht, dann wird es hell. Ebenso, also Rasul sallallahu alaihi wasallam sagte, ebenso ist es bei dem Menschen oder bei einem Mann, wenn er spricht, hat er eine Wolke, dann vergisst er. Und wenn diese Wolke weitergeht, erinnert er sich. Dieser Hadith, hier vergleicht der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Menschen mit einer, mit, also das Herz des Menschen mit dem Mond und dass die Wolke dieses Licht abdeckt und dass man dann in der Finsternis ist, weil das Licht dieses Mondes eben weg ist. Also erklärt hier Rasul sallallahu alaihi wasallam, dass das Herz bewölkt sein kann. Mit anderen Worten, wie ist dein Imanwetter? Scheint bei dir das Licht? Oder ist es trüb und kalt und dunkel? Was ist diese Wolke? Diese Wolke ist unter anderem die Unwissenheit, die Wolke der Unwissenheit, die Wolke der Achtlosigkeit, die Wolke der Begierde. Es gibt viele Wolken. Und diese Wolken, wenn sie erscheinen, bedecken sie das Herz. Das heißt, dieses Licht, das du von Allah bekommen hast, eben Al-Quran und die Sunna, also die Aussagen, Taten und Bestätigung des Propheten sallallahu alaihi wasallam, das Leben des Propheten sallallahu alaihi wasallam, also das Wissen über Allah und diese Religion. Sie scheint nicht, dieses Licht scheint nicht, wenn es bedeckt wird mit diesen Wolken. Also musst du darauf achten, dass diese Wolken weiterziehen, dass sie nicht da bleiben vor deinem Herzen. Also soll man darauf achten, wie es dem Herzen geht. Wie geht es meinem Herzen? يا ذاكر الأصحاب كن متأدباً